Moin, ich bin Hauke. Ich bin Kari. Das Making of. Die Schlüsselszene ist ja der Sturz und auch die Versorgung nach dem Sturz. Viele Dinge sind uns erst am Drehtag aufgefallen. So, ach Mensch, wir bräuchten eigentlich das und das. Und das möchte ich eigentlich verhindern, weil da muss jemand los organisieren. Das muss alles klar sein. Alles, was gebraucht wird, muss auch da sein. Und es muss mehr da sein, als gebraucht wird, weil es wird immer noch was gebraucht, was nicht da ist. Und das ist dann da. Ja, die Darsteller sind auch soweit alle besetzt. Der schlimmste Tag ist halt der zweite, weil da kommen die ganzen Komparsen. Und die verteilen sich dann hier so ein bisschen in so einem kleineren Raum. Nachmittags drehen wir die Sturzszene, die ist auf dem alten Schulhof. Genau, ist ungewohnt, ne? Man will immer so mit der Hand nach außen, dass du nicht auf den Handrücken fällst. So, den haben ganz lang und hier die Seite. Auf diesen kompletten Abteil fällst du jetzt mal. Ja, aber genau gerade ist, dass man denkt an zwei andere Sachen und das würde passieren, wenn du jetzt da runterfällst. Jetzt perfekt. Und der Ellbogen, jetzt wäre der Ellbogen schrott. Ja. Sehr gut, Arm nach vorne. Jetzt hab ich das gemerkt, ne? Arm vorm Bauch. So, und los geht's. Sehr gut. Und jetzt lässt du dich langsam fallen. Kopf festmachen. Genau. Sehr gut. Und jetzt über die linke Schulter auf die linke Seite fallen. Und runter. Okay, jetzt hast du dich noch mehr gedreht. Ne? Auf die Matte zu. Genau, du fährst auf die Matte zu. Dann blockiert dir eine Seite. Genau. So dreht sie. Genau. So ungefähr. Ja, fahr nochmal und dann einfach nochmal auf der Matte nochmal eine Drehung machen. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Denk an deinen Kopf. Der ist halt so. So und dann. Ja. Gut. Perfekt. Denk an deinen Kopf. Ja. Der hängt nämlich im Ohren, ne? Okay, der Mattes, bin fast 12 Jahre alt. Und vielleicht bald noch Filmstar. Ja. Ich meinen Namen immer vergesse, weil ich schon so alt bin, habe ich mir den hier draufstecken lassen. Dann kann ich mal nachgucken. Ja. Wie heißt du? Ich heiße Rebecca. Oldenburg 1. Ich bin eigentlich im Hauptberuf Sportredakteur, was man auch an meiner Figur erkennt. Ich bin drei bis viermal die Woche beim Sport zum Zugucken. Nein, das gibt es auch, dass dann der Notarzt auf dem Rettungswagen mitfährt. Da ist dann. Ja, ich wollte auch noch fahren. Da gibt es zwei Rettungswagen. Das heißt, Schauspieler sind alle neuen und da. Ja. Brauchen ja alle, die im Sanitätsraum oben sitzen. Ja, da muss auf jeden Fall jeder. Und Lukas sitzt quasi hier und die anderen beiden stehen da. Und Lukas macht eben schon mal so, so. Und fasst ihn hier an und stellt dann fest, scheiße, der blutet überall. So, er sieht hier so ein bisschen und hier so ein bisschen, hier abgeschürft und so weiter, der blutet überall. Und dann hält er die Hand hoch, das Blut verschmiert, mal, der sieht das Feld in Ruhe. Und dann wird so ein Schuh fehlen. Das ist aber bei dem unrealistisch. Mit Fahrrad ist oder so vom. Das wird ein super Tor. Pass mich nicht an. Das ist einmal eine Darmspiegelung. Also, nein, das ist nur Vaseline, damit ich das einmal verhalte. Vaseline zur Darmspiegelung? Ja, Vaseline zur Darmspiegelung. Sehr gut. Tut das weh? Genau. Das ich sehe nichts, Marie. Ist klar. Das ist mir zu hell. Das ist was hast du denn gemacht, Mensch? Würde wenn auch nur aus den Ohren laufen. Ach, ist das? Ich glaube, das war. Ach, das ist das Blut. Das ist sehr dunkles Blut. Ja, und das. Schüch, das sieht auch echt geil aus. Der Zugangsrahmen ist kein Gefangen. Wisst ihr, wie das Melding auch aussehen wird? Voller, hyperaktiver, alberner Jäckerkinder. Oh, jetzt sind wir da. Ich bin zu schnell. Wenn wir hinsetzen, Arme ein bisschen auf den Tisch und dann machen wir gleich eine Kamerafahrt. Zu dir. Ja, ich bin Hauke. Ich mache heute Kamera. Ich kann euch mal kurz zeigen, wer hier das ist. Das ist die Black Magic. Ist auf dem Arri Gimbal mit einem schönen Valimax-Objektiv. Und ich bin echt schon gut hyped. Das Ding wiegt 7 bis 8 Tonnen. Aber ist natürlich kein Problem, als Bodybuilder sowas zu machen. Steck ich locker weg. Das ist eigentlich noch schlimmer, weil wir das Ding nicht mehr abkriegen. Geht nicht.
Okay, Freunde, wir müssen die Schiene für die Kameradolly aufbauen. Das sind komische Metallstangen und das ist der Kameradolly. Selbst gebaut. Nee, warte, wie hieß es noch? Marke Eigenbau. So hieß es. Ich würde es aber von vorne machen. War scheiße, ne? Ja, ich mach's zu schnell. Lief auf den Tisch. Jetzt hinlegen? Aber, das ist ja so, dass es doch funktioniert, oder? Oh, es geht ja überall wieder raus. Nice. Was hat denn da noch für Schlag? Then you know, your hand. Stopp. Ich muss eine Sache noch mal sagen, die kann auch gerne mit ins Making-of rein. Ich hasse Kinder. Wie die Pest. Hallo, Hauke. Cut. Raus. Das ist die Aufgabe des Regieassistenten, dafür zu sorgen, dass der Regisseur immer gute Laune hat. Und das ist mit sowas total einfach zu machen. Das geht nicht. Das geht ineinander verteilt. So, ich bin die Hauptrolle, so wie immer. Ich bin halt der Beste. Mein Name ist Chris. Ich mache die Ausbildung bei O1. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf die Scheiße hier. Mein Name ist Felix Belzner und ich mache Tonassistenz. Kamera läuft! Ja, ich parke jetzt einmal den Ü-Wagen um, weil wir jetzt unsere neue Regie in den Ü-Wagen verlagern, weil wir sind jetzt draußen und von oben alles runterlegen wäre ein bisschen blöd. Also verlagern wir das Ganze in den Ü-Wagen. To feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. 'Cause I believe.
Bewertung. Decke drüber, runterstopfen, hoch, einladen. Also siehst du, die beiden tun, was sie machen können. So, das Catering-Team ist schon wieder bei der Arbeit. Da ist Hauke. Servus. Hier sind das Mini-Setup. XLR-Kabel schon ganz langes. Mit Platte zum Überspielen. 20 Meter ist das weit. Das ist Pauline, die okay. Und hier sind unsere ganzen Sachen. Genau. So, und hier ist der kleine Überwachungsmonitor von dem, was da auf der Küche passiert. Was mit Klappe? In 3, Take 5. Ton, Klappe. Tiefflieger, Ton, 4, 6, 9, Szene 3, Take 4. Danke, Kat. Sehr gut, nehmen wir. Aha. Läuft. Ton. Läuft. Stell dich bitte mal kurz hin. Das Ding ist, was Nils gerade sagte, der Flur ist jetzt dunkel. Das kann ja zwischenzeitlich sein, dass er irgendwie oder die Mutter, wo sie reingekommen ist, oder die anderen Kinder das Licht ausgemacht haben. Hauke, bitte noch einmal den Flur. Eike, bitte weg. Ja. Und bitte. Hallo Mama. Ich hab einen Mordshunger. Was gibt's denn? Hi, was war, mein Schatz? Wie war's in der Schule? Ganz okay. Scheiße, ja. Ja, da fehlt es weiter. Fehlt noch was, ne? Danke. Ich würde es auf dem Blech nehmen. Ist das egal, ich weiß, ich kenne mich hier nicht aus. Ja, dann gib mal hier zwei so Untersetzer. Yes. Zeig mir nicht, wie sie es aufdeckt, ne? Nein, das ist Quatsch. Ja. Oh, das ist nicht in allen, in allen Einzelheiten. So. Aber gut geworden. Ja, aber für die Pommes haben wir schon. Bitte. Mama, ich gehe jetzt. Lukas und die anderen warten bestimmt schon. Wo wollt ihr denn hin? Nur auf dem Schulhof ein bisschen kicken. Oder? Da halten wir noch einen riesen Unterschied. Hätte ich bei 500 ein Jubiläum machen müssen? Ich habe leider keinen helleren, die 2 kW sind nicht mitgekommen. Was denn, dass dein Rücken quasi in der Sonne ist? So? Das ist immer noch ein riesen Unterschied. Hätten wir nicht jemanden mit weißen Haaren? Ja, ich wollte es vor mir, aber... Ich bin der Bauarbeiter und ich... Arbeite im Bauch. Pauline? Ja? Du möchtest dich diffus haben und nicht weg. Ja. Ich bin fertig. Kamera. Läuft. Ton. Läuft. Klappe. Tiefflieger. Ton. 502. Szene 4. Take 14. Ja, mach doch einfach. Geh doch. Oh, ich will meine Ruhe haben. Ich will mein Buch endlich mal fertig. Danke. Kann ich mal sehen, wenn ich gucken bin. Tschüss. Ganz kurz einmal. Außengeräusche ist mir jetzt auch mal egal. Mit dem ganz cool, was? Weißt du das neu? Hier wird jetzt die Krankenhausszene gedreht. Die Kinder kommen zu Besuch und unser Patient liegt hier in seinem Bett. Er kriegt also Besuch von seinen Freunden. Und Mama ist da und sein Bruder ist da und alles wird gut. Wir müssen ihn gleich noch ein bisschen verpflastern und verbinden. Und wie gesagt, dieses hübsche Krankenhausnachthemdchen kriegt er dann noch an. So. Er wird es lieben. Ich baue gerade Licht und Ton auf. Psch. Und randaliere. Ich habe das vor, da zu machen. Dann habe ich ihn noch vorne im Anschnitt und die Leute da hinten. Ja. Und dann kann da gar kein Licht stehen. Du musst das hier stehen und nach da hin. Da oben noch mal, ne? Vielleicht nur diese blauen Dinger. Ja, diese
Das hätte ich auch zu Hause gehabt. Also du nimmst das schwarze Hemd aus und dann nein, das blaue Hemd. Ich bin Arzt. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Ich bin hier heute der Arzt, aber eigentlich heiße ich Frank. Ich bin hier unten an der Straße angesprochen worden, ob ich heute Zeit hätte und Lust, und jetzt bin ich hier. Hat irgendjemand Mattes gesehen? Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Tada! Das hab ich ja nie gesehen. Ist der unten oder was? Keine Ahnung. Im Schrank. Unten war keiner mehr. So, ihr kommt ein Stück weit vor. Lukas ist so hier. Und du hier, und du hältst dich hier so ein bisschen im Hintergrund, sodass du hier noch, dass du noch zu sehen bist. Ja, so ist gut. Ja? Merkt euch jetzt diese Position. Aber so stelle ich mir das vor, ne? Dass du dann also eher so hier, weil du bist ein Patient. Ja. Ja? Und guckst die Kinder dann von vorne an. Mhm. Diesen Gegenschuss machen wir dann noch. So, alle wieder raus. Alle raus. Was macht ihr denn hier draußen? Warten. Wir warten darauf, dass es losgeht. Hey Leute, was legt ihr denn so alles an? Grünzeug. Nervennahrung. Pack's aus. Heute ist ja letzter Drehtag und da ist es traditionell so beim Film, dass man auch so ein kleines Scherzchen macht. Und wir haben natürlich einen super coolen Helm für ihn besorgt, den ihm seine Kumpels mitbringen. Und wir wollen einen Take machen, von wo er nichts weiß, und dann diesen super coolen Jungshelm für ihn auspacken. Mal gucken. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, das Team ist eingeweiht, die Darsteller nicht. Ja, mal sehen, ob es funktioniert. Und wenn, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Weil es Spaß macht und ja. Wer hat dich denn gefragt? Marie vom Jadaka. Wie heißt du denn in der Rolle? Leon. Welche Rolle findest du am coolsten? Leon. Welche Szene fandest du bis jetzt am besten? Mit dem RTW, wo der Unfall passiert ist. Meine Rolle dabei ist, der Freund zu spielen, der beim Sanitätsdienst mitmacht und aus dem Fenster guckt, wo ich die ganze Zeit lachen musste. Und welche Szene mochtest du gar nicht? Weiß ich nicht, ich mag alle Szenen eigentlich. Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Vlog von mir. Und jetzt lasse ich die Kamera einfach schweben. Oh mein Gott. Nur mit meiner Gedankenkraft. Ich kann sie nicht mehr lange halten. Ich komme aus München extra, um bei der Musik für den Film Tieflieger mitzumachen. Ich habe schon mit ein paar Leuten Musik gemacht zusammen, meistens so Popmusik, und aber noch nie Filmmusik, und deswegen wollte ich mal was Neues ausprobieren. Nils ist ja doch so ein Mensch, der hat tatsächlich doch einen sehr kreativen Kopf. Und ich glaube, wenn man so einen Tag mit dem zusammenhängt, dann so im Studio, da kann man, glaube ich, schon was ganz Gutes reißen. Das baut sich alles auf und ich hoffe, dass wir uns bald wieder in einer weiteren Studio-Session hier erwischen. Na,
welche Lage, was und dein Gefühl. Aber ey, bitte, du musst mir verzeihen. Nimm meinen Koffer wieder diese Melodie. Baby, sag mir, warum bist du nicht allein? Und dann sitzt man aber hier und dann ist man so am Producen und dann hat man richtig Bock, so diesen kreativen Lauf zu machen. Das ballert, das ist geil. Nochmal. Scheiße. Ja, bei der Wiederholung war der Ton auch wieder falsch. Sind ja alles Musiker hier auch. Spielst du eigentlich gerne Gitarre? Nee, ich hasse das. Ich werde da immer, mein Papa schlägt mich immer, wenn ich das mache. Ja, weil dann solltest du vielleicht mal lernen. Hat sich es für dich gelohnt, herzukommen? Den weiten Weg? Ja, auf jeden Fall. Weil man die Leute einfach mal gesehen hat. Das ist gut, ey. Ich wollte auch gar nicht Löwenzahn spielen. Martin, was sagst du denn da bei dem Hoverboard? 130 Tempo? Ich muss hören, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Das ist schon ein bisschen so, dass es cool klingt. Hey guys, welcome back to another episode of How to Play Guitar.